Heute sitze ich im Eingangsbereich des Feriendorfes in Langenargen am Bodensee. Und in diesem Eingangsbereich sehen wir eine wunderschöne Variation, die mit Ostern zu tun hat. Wir sehen den Osterhasen, die schönen Tulpen, wir sehen die Ostereier und auch diesen Kranz, der dargestellt ist. Sie haben am Anfang den Begriff Frühling auch gesehen. Und wir sehen hier auch ein schönes kleines Nest, ein Gesteck eben mit einem Vogel, Osterhai und vielem anderen auch da drin. So ein Nest letzten Endes, wo ein Vogel sich wohl drin fühlt. Der Frühling vermittelt ja immer auch Gefühle. Im Frühling lebt man auf, im Frühling will man neue Beziehungen irgendwie gründen oder irgendwas Neues auch beginnen. Der Frühling und das Aufstreben in der Natur, das Erwachen der Natur, das bewegt natürlich auch uns Menschen immer wieder, jedes Jahr letzten Endes. Und in diesem Frühling mit den neuen Gefühlen muss man natürlich auch immer überlegen, wo ist mein Nest? Wo ist meine Heimat? Wo kann ich raus Kraft schöpfen? Wo kann ich wirklich, wenn ich nach Hause komme, in meine Heimat kommen, ein Nest auch finden? Oder wo habe ich mein Nest eigentlich? Bei diesem schönen kleinen Gesteck mit dem Nest wird es deutlich. Bei allem, was man gerne bewegen will oder neu anfangen will, wo sind meine Wurzeln? Wo ist mein Nest? Wo habe ich letzten Endes auch meine Nestwärme? Familie, Menschen oder örtliche Gegebenheiten? Es ist interessant, darüber mal nachzudenken. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag, gerade jetzt auch nach Ostern. Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.